Erst ziemlich viel Euphorie, dann ziemlich herbe Ernüchterung, dann wieder etwas Erholung. Gemeint ist die Reaktion der Märkte auf das, was mit Microsoft passiert ist. Das Unternehmen hat ja gestern als absolutes Schwergewicht Zahlen gemeldet. Die waren, naja, okay. Die Aktie 4% nachbörslich im Plus. Dann der Earnings Call, die Aktie abgeschmiert. Nasdaq Future nach unten, dann Cloud-Aktien nach unten. Also das hat viel mitgerissen, was da passiert ist. Jetzt sehen wir im Nachmittagshandel hier in Deutschland bei der Wall Street dann eine Erholung. Aber kommt jetzt der nächste Schlag durch Tesla? Das werden wir abwarten müssen. Aber schauen wir uns die Ausgangslage mal an, mit der wir es derzeit zu tun haben. 170 Milliarden Dollar war praktisch der Schwung an Marktkapitalisierung. Die Aktie erst 4% nach oben, dann war sie zum Handelsbeginn in den USA 4% gefallen. Macht mal eben 170 Milliarden Dollar Unterschied an Marktkapitalisierung. Jetzt sehen wir so 1,5% im Minus. Die Nasdaq-Aktie für die Earnings Season bisher, also für die US-Berichtssaison, könnte man den Monitor etwa so stellen. Wir sehen dann immer wieder auch diese Erholungen. Das haben wir bei den Banken schon gesehen, zum Beispiel ganz am Beginn der Berichtssaison nach den Zahlen von JP Morgan, da hatten wir ein ähnliches Muster, erstmal abverkauft, dann hat man sich wieder erholt, ähnlich auch heute nach den doch ziemlich schwachen Zahlen von Boeing. Aktie zunächst 4% im Minus, um sich dann auch wieder zu erholen. Boeing hat einen Verlust gemeldet, weil die Lieferketten offenkundig richtige Probleme machen. Also die Berichtssaison in den USA ist jetzt nicht so wirklich großartig. Klar gibt es Unternehmen, die ordentliche Zahlen berichten, die auch gute Ausblicke geben, aber die sind bisher eher in der Minderheit. Hier sehen wir mal die Forward Earnings Estimates. Also das, was praktisch geschätzt wird, wie sich die Gewinnentwicklung bei den Unternehmen weiterentwickelt wird. Und wir sehen ja diesen steilen Anstieg nach dem Corona-Crash. Jetzt knickt das so ein bisschen ab. Und die Frage ist, wird daraus ein Trend? Nämlich dieses Abknicken nach unten. Warum? Weil eben die Wirtschaft sich eintrübt, dadurch die Unternehmen weniger Geld generieren, weniger Umsatz haben, weniger Marge machen können, denn sie sind weiter konfrontiert mit relativ hohen Kosten oder die Kosten werden nicht einfach weggehen. Und jetzt werden wir auch gespannt sein, zum Beispiel auf die Kosten bei Tesla. Hier sehen wir mal die Konsensschätzung, Gewinn pro Aktie 1,15 Dollar. Wobei diese Kennzahl bei Tesla wirklich ganz, ganz stark mit Vorsicht zu genießen ist. Man ist sehr kreativ mit der Bilanzierung bei Tesla, aber den Umsatz, da wird man nicht so wahnsinnig viel drehen können. 24,7 Milliarden Dollar, Bruttomarge 26,25%. Elon Musk heute mal getwittert, Hope in, we are going to Mars. So ganz habe ich diese etwas pubertäre Vision, die Elon Musk ja seit seiner Jugend hat, nie verstanden. Ja, die Welt könnte untergehen und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir auf dem Mars siedeln können. Naja, so richtig gemütlich ist es da ja nicht, wie manche sagen. Und ungemütlich wird es auch so ein bisschen für Tesla selbst in den USA. Wir sehen, dass der Marktanteil bei E-Fahrzeugen jetzt nur noch, immer noch natürlich relativ gut, aber wir sehen, da ist jetzt nicht unbedingt der Trend da, dass Tesla auch in den USA Marktanteile gewinnt. In China verliert man sie sowieso. In Deutschland wird die Lage jetzt schwieriger, weil die Förderung deutlich geringer ist für E-Fahrzeuge seit 1. Januar. Also das ist ein herausforderndes Umfeld. Wir wissen, dass in Shanghai die Produktion im Januar teilweise ruhen musste. Und wenn wir jetzt mal zum übergeordneten Bild kommen, zum Beispiel zum Nasdaq, dann sehen wir, der hat nämlich der Nasdaq 100, also da, wo die größten Tech-Unternehmen versammelt sind, da gab es praktisch einen Doppeltop knapp unter der 12.000er Marke, dann haben wir die Unterstützung bei 11.720 durchbrochen, sind unter die 11.600 gefallen, sind dann in einer Gegenreaktion wieder in den Bereich 11.720 gelaufen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft, wie es unten hier skizziert ist. Wir sind nach wie vor in einem bestehenden Abwärtstrend. So eine Wedge, die werden wir unten nochmal testen, würde bedeuten, dass wir beim Nasdaq nochmal so
1000 Pünktchen fallen könnten, 10, 5 um und bei, vielleicht dann mit einem etwas tieferen Tief, als wir es im Oktober gesehen haben. Dann allerdings der Rebound, vielleicht weil die Fed dann umsteuert, weil die US-Notenbank eben sieht, dass die Konjunktur ziemlich absäuft und sie deswegen nicht mehr so zwingend an ihrer hawkischen Rhetorik festhalten muss. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Dementsprechend sehen wir, dieser Kampf geht weiter um den Abwärtstrendkanal des US-Leitindex S&P 500. Bisher war es ein Fake-Out, ein Fake-Ausbruch gewissermaßen, den der S&P 500 gemacht hat. Heißt noch nicht, dass die Schlacht entschieden ist. Heißt aber, dass zumindest die Bären ihr Pflichtprogramm erfüllt haben. Nämlich, sie haben die Linie, die 50er DMA, Weekly verteidigt und haben es eben geschafft, dass dieser Ausbruch aus diesem zentralen Abwärtstrend noch nicht gelungen ist. Gestern gab es ja dieses Chaos. Viele, viele große, schwere Aktien mussten nach dem Handelsbeginn an der Wall Street vom Handel ausgesetzt werden. Ich hatte gestern dazu das Marktgeflüster gemacht. Heute die Erklärung der NYSE, die mich nicht so wirklich vom Hocker haut, aber ich stecke nicht drin. Man spricht hier von einem Manual Error, also praktisch einem manuellen Fehler, könnte man sagen. Das ist okay, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber es ist doch schon ein bisschen beunruhigend, wie die Dinge hier schnell praktisch schieflaufen können. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Fed, und das ist ja übergeordnet wichtig für die Märkte, was macht die Liquidität? Wird die Notenbank die Zinsen weiter annehmen? Wird sie die Zinsen halten können? Dann das ganze Jahr 2023 über 5%, wie es die Fed ja sagt. Jetzt hat eine Analyse der St. Louis Fed gegeben, dass die Stimuluspolitik in den USA alleine 2,6% der Inflation ausgemacht hat. Und das ist eine Menge Holz. Das entspricht, in Kanada war es ähnlich, da gab es auch Stimulus, 2,3% der Inflation. Also wir sehen, das war natürlich ein maßgeblicher Treiber für die Inflation, die letztendlich dann ja dazu geführt hat, dass die Notenbanken massiv umsteuern mussten durch Zinsanhebungen. Dieser Stimulus ist jetzt weg. Die Reserven der Amerikaner dürften spätestens Mitte des Jahres verbraucht sein. Das wiederum dürfte dann schlecht für den Konsum sein. Und apropos Fed, jetzt neue Perspektive Lyle Brainard, die Fed-Vize, die sich inzwischen so ein bisschen, naja, ich kann man sagen, als Gegenspielerin von Jerome Powell positioniert hat. Jedenfalls ist sie viel dovischer. Sie bringt manchmal auch hawkische Mitteilungen. Ja, wir werden die Zinsen oben lassen, aber sie ist grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger, rät grundsätzlich eher mal ein bisschen softer zu werden an der Stelle der US-Notenbank. Sie ist Demokratin, sie ist dementsprechend auch politisch sozusagen ein bisschen unter Druck, hier die Bremse bei der Fed einzuziehen. Sie erinnern sich, die viele demokratische Abgeordnete haben ja Briefe an Jerome Powell geschrieben. Mensch, mach mal halblang, jetzt hör mal auf mit diesen Zinsanhebungen. Jetzt aber ist sie im Gespräch als Favoritin bisher, dass sie praktisch die Top-Beraterin in Sachen Ökonomie bei Joe Biden wird, des Weißen Hauses wird, und das Ganze ist schon öfter mal so passiert. Ben Bernanke etwa hat die Fed 2005 verlassen, um unter George W. Bush diesen Posten auszufüllen. 1997 war es Yellen, die das Ganze bei Bill Clinton gemacht hat, hat also eine gewisse Tradition, hat eine gewisse Logik, würde aber bedeuten, dass ein dovisches, wichtiges, dovisches Mitglied, die Anführerin der eine Fraktion, die sagt, naja, lass uns mal ein bisschen entspannter sein bei den Zinsanhebungen, dass die aus der ganzen Geschichte ausscheiden würde. Insgesamt, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, geht es bei der Fed vor allem um die Begrenzung der sogenannten Animal Spirits. Wenn die Märkte glauben, sie könnten immer nach oben laufen, die Preise wie einst in Zeiten ultralockerer Geldpolitik in den Himmel schießen lassen, dann kriegt die Fed das Problem Inflation nicht in den Griff. Also kann sie es sich nicht leisten, locker zu lassen, zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer. Je mehr Animal Spirit die Märkte haben, umso mehr muss die Fed auf die Bremse treten. Ich bin gespannt, was die Fed uns nächste Woche erzählen wird. Und so ein bisschen Auftrieb hat die ganze Geschichte, ist auch einer der Gründe, warum die Märkte sich ein bisschen erholen. Weil man sich sagt, ja, guck mal, die Bank of Canada, die ja in einer relativ ähnlichen
strukturellen Position ist in Sachen Inflation etc., wie die US-Notenbank Fed. Da hat man jetzt die Zinsen nochmal angehoben um 25 Basispunkte auf 4,5% und signalisiert, naja, wir machen jetzt erstmal Pause. Wir werden jetzt erstmal das Niveau belassen. Das ist ja das, was die Märkte herbeisehnen, dass die Fed jetzt wirklich bald fertig hat. Allerdings sagt die Fed, ja, zwei Zinsanhebungen werden wir noch machen. Wie ist jetzt die Situation im Zusammenspiel zwischen Notenbank und den Märkten? Da ist Kolanovic, der ja permanent Bulle war 2022, ist jetzt bärisch geworden, weil er schlichtweg sagt, naja, die Wirtschaft wird so stark abkühlen. Irgendwann wird die Fed dann natürlich umsteuern. Zero Hedge schreibt hier, und das ist vielleicht ein interessanter Gedanke, viele denken sich, naja, das kommt ja so oder so, warum soll ich denn jetzt verkaufen, wenn später sowieso das Umknicken kommt? Die Frage ist, vielleicht wäre es doch dann besser, jetzt zu verkaufen, weil wir nochmal tiefere Kurse sehen, Fragezeichen, aber das scheint so ein bisschen auch dieser Animal Spirit zu sein. Lass die Fed doch reden, sie werden früher oder später umkippen, wir bleiben mal eben im Markt. Und Sie wissen, ich mache ja gerne auch bullische Aussagen, das ist einfach mein Naturell. Dementsprechend sehen wir, dass wir zwar jetzt noch in der Blackout Period sind, die Unternehmen also ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen können, aber ab 27. Januar geht das wieder los, da kommen dann die Buybacks wieder ins Spiel, durchschnittlich 4 Milliarden Dollar dürften das dann sein. Und jetzt auch mal was Bullisches hier von Jim Cramer, der sagte, buy Meta, kauft also Meta. Hier sehen wir im Chart von Capital.com mal die Meta-Aktie, die jetzt an einem zentralen Widerstand gekommen ist. Jetzt sagt also Jim Cramer, Kontraindikator par excellence, kauft Meta. Irgendwann endet jede Rallye, auch eine Bärenmarkt-Rally bei Meta. Das ist natürlich dumm gelaufen. Legendär ist das, was Jim Cramer abgeliefert hat bei CNBC, als damals die Aktie von Meta ja massiv abgeschmiert war nach Vorlage der Zahlen. Cramer hatte immer Meta als Kauf empfohlen und hat dann praktisch live im Fernsehen geweint und sich entschuldigt, es tut mir leid, ich habe das falsch eingeschätzt und gesagt, ich lasse jetzt für immer die Finger davon, seitdem ist sie 50% gestiegen. Jetzt empfiehlt er sie wieder, sie können sich ihren Teil denken. Kommen wir nochmal zurück nach Europa. Hier eine interessante Aussage des Chefs von Unilever, der sagt, ja, wir haben den Peak der Inflation erreicht, aber nicht den Peak der Preise. Über diese Aussage müssen wir lange nachdenken, meine Damen und Herren. Wir haben wieder heute hawkischen Trash-Talk aus der EZB. Zinserhöhungen nicht drosseln, das Tempo beibehalten, Simkus. Dann haben wir den Bundesbankchef Nagel, der sagt, die Zinsen müssen noch weiter steigen, auch über den März hinaus. Und ich erinnere hier an ein legendäres Zitat von Marcello Frascherino, der gesagt hat, der Alarmismus zu Inflation ist ein sehr deutsches Phänomen, das Menschen verunsichert und die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken schädigt. Auch darüber muss man lange, lange nachdenken, meine Damen und Herren. Auch hier ein ganz großer Kontraindikator. Und interessant ist das, was heute passiert ist, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich eine Frau Baerbock, die uns mitgeteilt hat, dass wir bereits im Krieg gegen Russland sind. We are fighting a war against Russia. So Baerbock in wirklich perfektem Englisch, also das würde für die siebte Klasse eines niedersächsischen Gymnasiums vielleicht reichen. Das ist wirklich eine interessante Aussage und wir haben dann jetzt auch die Panzerlieferungen, nicht nur Deutschland, sondern auch der Amerikaner. Biden hat heute dazu eine Aussage gemacht. Wie auch immer man es dreht und wendet, ich will das nicht werten jetzt. Nur eins ist klar, das ist natürlich ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation. Ich glaube, das ist sachlich nicht anders zu beurteilen. Und wir haben heute Interessantes auch wieder bekommen von der Bundesregierung. Hier sehen wir den führenden Wirtschaftsexperten Deutschlands, auch gleichzeitig absoluter Experte im Insolvenzrecht, Robert Habeck, der also gesagt hat, naja, also wir werden vielleicht eine technische Rezession bekommen, aber ansonsten wachsen. Man rechnet mit 6% Inflation im Jahr 2023. 6% ist ja gar nichts, ne?
Warum da die EZB die Zinsen anhebt, weiß ich nicht. Jedenfalls, wie hier Mencken einst sagte, der Drang der Menschheit, der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu herrschen. Und wir erinnern uns nochmal an diesen Tweet von Elon Musk, der will uns retten, indem er uns auf den Mars schießt. We are going to Mars. Und wir haben andere, die wollen uns retten, indem sie das Klima retten. Am deutschen Wesen wird das Klima genesen. Das ist deren These. Das ist natürlich überhaupt nicht irgendwie eine Hybris, meine Damen und Herren. Überhaupt nicht. Und abschließend zwei Empfehlungen. Erstens, wie oder was ist zu erwarten bei den Tesla-Zahlen heute? Hier eine Vorschau. Wir werden ab 22 Uhr über die Zahlen berichten. Schauen Sie da rein bei finanzmarktwelt.de. Aber wenn Sie wissen wollen, was Sie wissen müssen, dann schauen Sie diesen Artikel an. Eine Vorschau auf die fünf wichtigen Punkte, die hier zu beachten sind. Und zweitens, schwere Zeiten für China voraus. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass es eine schnelle Erholung in China geben wird, aber unser China-Experte Doi Anderson sagt nee. Und er zeigt Ihnen, warum das so nicht passieren wird. Und das ist ein zentraler Punkt auch für die gesamten Finanzmärkte. Also zwei Artikelempfehlungen. Sie sind dabei ab 22 Uhr. Ich sage jetzt Servus, ciao.